Nachdem Schüler viele verschiedene Bewegungsformen am Barren ausprobiert haben, sollen sie sich nun für eine Bewegungsform entscheiden. Jetzt wird der Anspruch erhöht, weil man neben der eigenen Bewegung auf die seines Gegenüber achten muss. Diese gilt es zu kopieren, nachdem sich die beiden Schüler in der Mitte getroffen haben. An diesem Punkt des Aufeinandertreffens entsteht eine Gefahrensituation. Hier kann der Schüler Hemmschwellen abbauen, indem er diese Situation mit viel Konzentration meistert und dadurch das Gefühl bekommt, auf dem Barren Herr der Lage zu sein.